Nach 6 Wochen steht auch für Tatjana und Dennis der große Tag der Entscheidung an. Ich mag sie schon sehr gerne, auf jeden Fall. Ja. Hab sie lieb. Nicht so, weiß nicht, vielleicht hat sie Interesse, aber zeigt es nicht richtig und will halt das Experiment weiter eingehen. Für mich ist es halt eine Ehe, das ist eine ernste Sache, die wir machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, eine Ehefrau zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, einen tollen Mann an meiner Seite zu haben. Und ich würde wahrscheinlich nie irgendwas davon bereuen, weil ich nur Positives habe mitnehmen können. Konnte das junge Ehepaar die Zeit nutzen, um eine feste Basis für eine gemeinsame Zukunft zu schaffen? Ich bin gespannt, von Ihnen zu hören, wie es Ihnen ergangen ist in diesen 6 intensiven Wochen, die Sie miteinander verbracht haben. Und natürlich bin ich wahnsinnig gespannt auf die Antwort, die kommen wird auf die entscheidende Frage, nämlich, wollt ihr zusammenbleiben oder wollt ihr euch trennen? Hallo. Tatjana. Genau, hallo. Dennis. Sag schön. Kommt rein in diese schöne Kirche. Ja, wie geht's euch? Das würde mich als erstes interessieren. Ihr habt jetzt ja 6 Wochen intensive Zeit miteinander verlebt. 6 Wochen gingen, finde ich, meiner Meinung nach sehr schnell vorbei. Wir haben viel gemacht, viel erlebt. Ich fand, wir hatten eigentlich eine sehr schöne Zeit. Wir hatten sehr viele Hochs, aber auch ein paar Tiefs. Also wir haben aber immer offen miteinander geredet. Egal, was in der Zukunft passiert. Das, was wir gemacht haben, dieses unglaublich mutige Experiment, ich würde es allein schon deswegen nie bereuen, weil es eine einmalige Erfahrung war. Hat sich gelohnt. Und man hat sehr viel über sich selber auch gelernt. Hm. Was schätzt du ganz besonders an Dennis? Bei ihm fühle ich mich wie auf einem kleinen Podest. Ich bin ihm wichtig. Das sehe ich jeden Tag. Wow. Er strengt sich wirklich an, mich zu erobern. Und das beeindruckt mich. Ja, ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Weil es mir halt auch was bedeutet, klar. Ja. Ja. Besser können Flitterwochen nicht anfangen. Genau. Tatjana und Dennis haben jeden Tag aufs Neue an ihrer Ehe gearbeitet, sich über 6 Wochen intensiv kennengelernt. Nun steht ihnen der Moment der Entscheidung bevor. Hat das Experiment bei ihnen funktioniert? Ist aus Wissenschaft Liebe geworden? Das ist eine längere, intensive Zeit der Ehe hinter euch. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt, die entscheidende Frage. Nämlich, wollt ihr zusammenbleiben? Oder wollt ihr die Scheidung? Wie werden sich die beiden entscheiden?